Schönen Sonntagabend. Der Tag war ja schön. Jetzt wird es langsam wieder kalt und das, was heute auch wieder in der Ulmer Innenstadt los war und die Missachtung aller Kontakt- und Abstandsregeln, lässt mich nichts Gutes hoffen für die nächsten Wochen und Monate. Aber gut, wir müssen schauen, wie das alles weitergeht. Wir hatten ja heute früh unsere Corona-Sprechstunde und das war ja auch noch hochinteressanter. Diskussion eine Stunde lang, wo wir ja hatten uns hauptsächlich über das Thema, wie man mit Alten- und Pflegeheimen umgeht und dort vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann. Und da hat Guido Adler eigentlich am Schluss so ganz vehement auch dafür plädiert, ganz zeitnah und bald dieses Hierarchisieren beim Impfen aufzugeben, weil es noch wenige Wochen, vielleicht bis zur Wahl oder ein bisschen länger dauert. Vielleicht aber auch schon früher der Fall ist, dass wirklich ganz viel Impfstoff da sein wird und wir dann einfach gucken müssen, dass die Dinge unters Volk kommen und dass die, die geimpft werden wollen, möglichst schnell drankommen und die neuen technischen Entwicklungen und Fortschritte bei der Impfstoffproduktion und bei der Herstellung erlauben das ja auch, dass dann diese Randbedingungen, die sie jetzt da sind, nämlich minus 70 Grad, Kühlschränke und solche Dinge gar nicht mehr notwendig sind, sondern dass man dann auch ganz normal in Arztpraxen, Zahnarztpraxen so impfen lassen kann. Ich glaube, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie disziplinlos auch zum Teil umgegangen wird, ist das eigentlich wirklich unsere einzige Chance, da im Frühjahr möglichst viele und ganz schnell zu impfen, dass wir die dritte Welle, von der ich überzeugt bin, dass sie eigentlich schon angefangen hat, dass wir die möglichst abgeebbt dann nur bekommen und dann dieses Wellenbrechen wirklich funktioniert. Aber diese Botschaft wollte ich jetzt bloß mal so zum Anfang hinsetzen. Nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Die Ramona als Zweitkandidatin aus Blaustein ist da, den Jan Rodenbacher als Co-Vorsitzender im Alt-Donau-Kreis habe ich vorher gesehen. Also euch auch herzlich willkommen. Ich würde jetzt vielleicht mal 10 Minuten oder so ein paar Dinge zu Beginn sagen und dann wollen wir auch gerne diskutieren. Und mir geht es, und der Ramona, uns geht es darum, dass wir jetzt nochmal einfach die letzten 3 Wochen einläuten und euch nochmal darstellen, was schon gelaufen ist und was jetzt noch kommen wird. Und Martin Ansbacher hat es ja schon gesagt, das sind natürlich völlig neue Zeiten und wir mussten uns auch völlig umgewöhnen. Wobei, ich sage jetzt mal so ganz frech, ich war einer der Ersten, der 1994 eine Homepage in Ulm hatte, also mit dem Thema Internet und Digitalisierung und wie man im Internet kommuniziert. Da kenne ich mich schon ein bisschen aus und ich glaube, dass wir da eigentlich in Ulm jetzt auch in der Zwischenzeit mit unserer Wahlkampfkonzeption ganz gut aufgestellt sind. Also wir machen relativ viel auf Facebook und auf Instagram. Facebook ist ja jetzt das Mittel derjenigen, die eher in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger, Instagram eher die Jüngeren und TikTok und YouTube vor allem diejenigen, die also im jugendlichen Alter aber schon wählen dürfen, unterwegs sind und deswegen bespielen wir da auch alle Medien mit verschiedenen Filmen, den ihr gerade gesehen habt, aber auch andere kürzere, lustige, aber auch inhaltliche Filme und ich glaube, dass der Carsten Sander aus dem Büro Schacheder und Sander als unser Grafiker und die Isa und das Filmteam drumherum da eine ganz gute Arbeit geleistet haben. Und wir hatten jetzt bis Freitag letzte Woche auf all diese Aktivitäten, auch die Wählerinitiative, dieses 19, 20 Leute, die wir da gefunden haben, die bereit waren, dann auf Facebook mit einem Foto zu erscheinen, dass man mich wählen soll mit der Botschaft. Also mit all den Dingen hatten wir bis Freitagabend eine 1/2 Million Impressionen gehabt. Also ich finde, es ist für einen Wahlkreis, naja, mit 60, 80, 100.000 Wahlberechtigten in der Größenordnung 100.000, ja schon mal ein Wort, dass man da 500.000, natürlich sind es immer die gleichen Leute auch, die erreicht werden, immerhin so oft warnen auf dem Handy, dann sieht man, wie viel auch mal angeguckt wurde, nicht alles bis zum Ende, aber ich glaube, der Zugang und das Reinbringen unserer Botschaften in die Wählerinnen und Wähler hier, ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich ja auch mir anbieten, ist diese WhatsApp-Sprechstunde, wo man mit mir schreiben kann. Da haben sich wenige gemeldet, aber das sehen auch andere Kollegen so. Das ist eher eine schwierige
Sache, diese Wohnzimmergespräche, Wohnzimmertalk, den ich anbiete. Da hat sich jetzt einmal jemand gemeldet, aber sonst ist das auch eher was, wo man halt trotzdem machen und anbieten und zur Verfügung stellen. Ich will inhaltlich ein paar Sachen sagen, weil ja auch jetzt die Aschermittwochs Veranstaltung war, der Aschermittwoch, normalerweise in Ludwigsburg, jetzt in Schwäbisch Gmünd mit Andi Storch und dem Sascha Binder und Kevin Kühnert als Gast aus Berlin. Und da hat man ja auch nochmal so eine Botschaft gesagt. Und ich will mal Folgendes sagen. Also wenn wir das jetzt so mal angucken, nicht nur die letzten Wochen und Monate, als es in den Wahlkampf reinging, sondern auch in den letzten Jahren, war diese Koalition in Stuttgart eigentlich eine, die nur deswegen zusammengehalten hat, weil sie wirklich im Geld geschwommen sind. Gegenüber der Zeit, unserer Regierungszeit zwischen 2011 und 2016, wo die Kasse knapp war, wo man auch Altschulden und den Schuldenberg von der CDU und den Gelben runter machen mussten, haben die in den letzten 5 Jahren wirklich fett Geld gehabt und konnten eigentlich nur so lange auch zusammenhalten, weil jeder eigentlich sein Sandkasten, sage ich jetzt mal, gekriegt hat. Wenn er was wollte, hat er es eigentlich gekriegt, weil es nie Verteilkämpfe gab da, sondern das Geld war genug da, jeder konnte bedient werden. So. Aber der Streit hat es in den letzten Monaten und schon seit 2 Jahren ungefähr auch angefangen, als die Frau Eisenmann nominiert war. Und dieser Streit, der sich ja gipfelt in diesem Schulchaos, im Impfchaos, wie geht man in den Kindertagesstätten an, das ist nicht gut für unser Land, ja, weil da auch Entscheidungen nicht gefällt werden, spät gefällt werden. Es kann nicht sein, dass am Freitagabend die Anordnung vom Kultusministerium oder von den Oberschulämtern kommt, wie am Montag früh die Schulen zu öffnen haben. Das war mehrfach der Fall oder welche Vorgaben zu machen sind. Also es war Streit da und diesen Streit wollen wir beenden. Und zwar ist für uns, so hat es auch Andi Storch und Sascha gesagt, es ist eigentlich klar, wenn man die Umfragen anschaut, der Kretschmer wird die Wahl gewinnen. Die Grünen werden die Wahl gewinnen. Kretschmer wird als Sieger da herausgehen. Aber wir wollen diejenigen sein, die dann mit dabei sind, wenn es wieder eine grün-rote Koalition gibt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass klar ist, wir wollen eine Fortschritts- und eine Problemlösung und keine Streitkoalition, wie die letzten 5 Jahre haben, sondern in den nächsten 5 Jahren die Probleme in unserem Land anpacken mit einer grün-roten Koalition. Und deswegen geht es jetzt auch für diejenigen Wechselwähler, die Sympathien für Kretschmann haben. Da gibt es ja ganz viele. Und im Nachhinein, bei der letzten Mal haben ja auch viele gesagt, ja, wir haben grün gewählt, weil ich will ja, dass der Kretschmann das bleibt. Also wer diesmal oder wer das letzte Mal Kretschmann gewählt hat, der hat die Eisenmann bekommen. Und deswegen ist die Botschaft, die wir raustragen sollten, wer diesmal wirklich einen Kretschmann will und eine Fortschrittskoalition für dieses Land, der muss eben auch uns stark machen, dass wir zusammen mit den Grünen ein paar entscheidende Dinge anpacken können. Und da gibt es auch durchaus Unterschiede, wie wir und die Grünen das sehen, aber die sind natürlich lang nicht so groß wie diese schwarz-grüne Koalition, die ja inhaltlich wirklich sehr weit auseinander ist. Ich will 5 Punkte nennen, die ja auch jetzt vom Land, also von Andi und vom Landesverband vorgegeben worden sind, um was es uns geht und die auch mit lokalen Beispielen ein bisschen anreichern. Also zum einen, ich habe schon angesprochen, dieses Bildungschaos muss beendet werden. Der ganze letzte Sommer ist eigentlich durchs Land gegangen, ohne dass es ernsthafte Bemühungen gab, die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen. Man hat über Monate hinweg sich geweigert, Bundesmittel anzunehmen, nur weil man föderale Probleme, sag mal, eher philosophischer Art hat, das Bundesgeld hier entsprechend einzusetzen. Also in den Schulen muss wieder Klarheit rein, klare Perspektiven, wie man auch mit einer in Pandemiezeiten klaren Unterricht machen kann. Und so Konzept, das krisenfeste Klassenzimmer, im letzten Sommer vorgestellt, erstmals übrigens hier in Ulm, auf dem Schiff unten bei unserem Bürgerempfang. Das ist das Thema Klarheit, da gehört der Wechselunterricht dazu, da gehört das Testen dazu und da gehört auch aus meiner Sicht dazu, dass man ganz schnell die Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten impft, um da einfach Klarheit zu bekommen. Da muss eine klare Richtung da sein, nicht Streit zwischen zwei Koalitionspartnern, wie die Dinge zu machen sind. Das zweite Thema, was wir umgehend, das ist ja ein Fünf-Punkte-Plan, was wir umgehend nach der Wahl angehen wollen, ist das Thema der Kindergartengebühren. Wir haben ja diesen Volksentscheid gehabt, der dann von unserem Verfassungsgericht vom Land abgewiesen worden ist als nicht zulässig. Trotzdem ist es natürlich inhaltlich richtig. Wir müssen die Kindergartengebühren abschaffen. Es ist auf einen Schlag
eine große Entlastung der Familien. Da können die in Berlin Steuergesetze ändern, Anpassungen machen. Das sind alles marginale kleine Beträge, wo da am Schluss bei den Familien übrig bleiben. Kindergartengebühren, Kita-Gebühren abschaffen, ist sofort von einem Monat auf den anderen richtig Geld im Geldbeutel der Familien in unserem Land. Und deswegen müssen die weg. Das ist der eine Grund, Familienpolitik. Der andere ist natürlich das Thema Bildungseinrichtung, Bildungspolitik. Es sollen alle in diese Kindertagesstätten und in die Kita gehen können, weil das ja für uns nicht mehr so, wie wir das in den 70er, vielleicht in den 80er und auch manche noch in den 90er Jahren gesehen haben, dass das Aufbewahrungsanstalten sind, dass daheim mal eine Ruhe ist oder so. Es sind für uns Bildungseinrichtungen. Und deswegen muss für uns, ist ja klar, Bildung muss kostenlos sein, also von Beginn an bis zum Abschluss im Studium oder als Meister kostenfreie Bildung. Das ist der zweite Punkt, um den es geht. Der dritte ist überschrieben mit dem Thema neuer Antrieb fürs Autoland. Jetzt Bündnis für Arbeit und Innovation. Jetzt sind wir natürlich in Baden-Württemberg sehr stark automobillastig und sind auch mit vielen Zulieferern zugange. Deswegen müssen wir uns da zum Teil zumindest ernsthafte Sorgen machen, wie es weitergeht mit den Arbeitsplätzen in unserem Land. Und deswegen war das immer von uns auch gekämpft und auch von mir als verkehrspolitischen Sprecher in vielen Debatten im Landtag das Thema, wie Mine Herrmann und die Grünen das Dieselbashing betrieben haben. Das haben wir immer gesehen als Sägen am eigenen Ast, weil gerade diese Antriebstechnologie in Baden-Württemberg verortet ist. Ich will es auch nochmal sagen, da geht es nicht darum, diese Betrügereien, die Softwarebetrügereien, das geht alles gar nicht, das ist nicht erlaubt, darf nicht sein und das muss man auch verfolgen. Aber der Diesel an sich, Euro 6 Temp-Diesel ist die neuen, die da sind, der ist natürlich ein sehr sparsamer Antrieb und ich bin davon überzeugt und nicht nur ich, auch andere sagen das, wenn wir die Klimaziele wirklich erreichen wollen, gerade auch im Bereich des Lkw-Verkehrs, aber auch im Pkw-Verkehr, dann brauchen wir noch einige Jahre den Diesel als Antriebstechnologie, weil er einfach sehr CO2-arm ist, weil er wenig verbraucht. Also trotzdem müssen wir nach vorne schauen, wir brauchen neue Antriebe. Wir brauchen nicht nur Elektroautos. Ich bin vom Beruf Elektroingenieur und müsste ja eigentlich dann dafür sein, nur noch Elektrifizierung des Kfz-Verkehrs und der Autos. Davon halte ich gar nichts, weil das wird nicht funktionieren, weil da die Ressourcenverschwendung viel zu groß ist. Ich war neulich mal irgendwo, egal wo jetzt, der Lastwagen. Also wenn man einen Lastwagen mit 3 Tonnen Batterien durch die Weltgeschichte schickt, um ihn elektrisch fahren zu lassen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Diese Mengen, dieses Volumen, dieses Gewicht, wo da sozusagen durch die Landschaft gefahren wird, das geht nicht. Deswegen müssen wir auf eine Vielfalt von Antriebstechnologien setzen, auf die Wasserstofftechnologie, natürlich auf die elektrische Elektrifizierung, gerade im städtischen Bereich, kleinere Autos. Das sind die Dinge. Und auch die Brennstoffzelle sind Technologien. Und das bringt mich natürlich zu dem, was am Open Eselsberg erforscht wird und was gemacht wird. Das sind die Arbeitsplätze und die Forschung, die am Eselsberg oben passieren, an der Universität, in der Hochschule, in den Instituten, in der Wissenschaft statt. Und deswegen ist es gut, dass man da einen Schwerpunkt setzt, auch seitens der SPD, neue Antriebsformen, neue Technologien hier in Baden-Württemberg erforschen, entwickeln, die Zulieferer unterstützen beim Umswitchen ihrer Produktion und dann eben auch hier produzieren und nicht irgendwo in China oder woanders, sondern das Auto der Zukunft muss genauso hier aus Baden-Württemberg kommen. Und da hatte ich jetzt so schon den Eindruck, dass diese Regierung den Standort Ulm vernachlässigt hat. Ganz zu Beginn war ein großer Wettbewerb, also vor 5 Jahren, zumindest die Entscheidung darüber, der Wettbewerb lief schon zu 2015, über das Thema, wo wird das Testzentrum und wo das Entwicklungszentrum für Baden-Württemberg fürs autonome Fahren gemacht. Das ist nach Karlsruhe gegangen. Ulm hatte eigentlich die besseren Randbedingungen von der Uni, von den Instituten her, trotzdem ist es nach Karlsruhe gegangen. Okay, also, aber was ist die Folge davon? Vorletzte Woche hat die Regierung in Stuttgart verkündet, also wir tun jetzt einfach auf diesen Haufen autonomes Fahren, einfach so nochmal 50 Millionen Euro mit draufsetzen. Das heißt, die jetzt schon was haben, die kriegen, ohne sich einen Wettbewerb stellen zu müssen, Geld hinterhergeschmissen. Wir in Ulm haben uns jetzt um ein KI-Zentrum beworben. Da gibt es auch einen Wettbewerb vom Land, aber da konkurrieren wir mit Heilbronn, mit Stuttgart, auch mit Karlsruhe. Im Südbaden sind auch welche dabei. Das heißt, wir stellen uns ja Wettbewerben, andere kriegen das Geld sozusagen einfach so, mal ohne dass sie sich anstrengen müssen. Und das muss sich ändern. Und deswegen finde ich, müssen wir da wieder stark sein und ein
nicht Ansprechpartner, sondern sozusagen ein Botschafter, möchte ich jemand sein, der es schafft, dass für Ulm, dass Ulm wieder ernst genommen wird, der Osten des Landes, Ulm als Wissenschaftsstadt, Ulm als auch Gesundheitsstandort, dann am Schluss, da muss mehr laufen und mehr auch an Fördermitteln nach Ulm fließen. Der dritte Punkt, den ich ansprechen will, das hat jetzt auch wieder was mit der Wissenschaftsstadt und mit all den Dingen zu tun, ist natürlich das Thema Klimaschutz, Klimaschutzgesetz. Auch da hat die Koalition in den letzten Jahren mehr gestritten als gehandelt. Und die Klimaschutzziele, ihr konntet es zwar jetzt lesen, sie seien angeblich ganz gut erreicht worden, nur die anderen Länder und der Bund, der hat seine gesetzten Ziele überschritten. Das heißt, die waren besser. Wir haben nur das erreicht, was vorgegeben ist. Andere waren besser. Und ich finde, es muss der Anspruch einer baden-württembergischen Landesregierung sein, weil zumindest wenn sie grün geführt ist, dass es noch besser ist als die anderen. Es ist ihnen nicht gelungen, weil sie auch gestritten haben und Dinge nicht nach vorne gebracht worden sind. Und zum Bereich Klimaschutz und CO2-Einsparungen, da gehört einfach auch der Verkehrsbereich mit dazu. Ihr kennt die Zahlen so ungefähr, bloß überbauen, sage ich mal, ein Drittel CO2-Emissionen durchs Wohnen, durch die Wohnungen, Heizen, ein Drittel die Industrie, ein Drittel Verkehr. Und beim Verkehr ist in den letzten 10 Jahren, seit dem grünen Verkehrsminister da ist, gar nichts nach unten gegangen, sondern die Zahlen haben stagniert. So, was bedeutet das für uns hier in der Region? Für uns bedeutet es, dass wir jetzt nicht mit Ankündigungen, sondern endlich ganz konkret an den Ausbau der S-Bahn gehen. Die Züge fahren hier ja schon. Da musst du zum Teil den Takt verdichten. Die erste Chance wäre in diesem Herbst auf der Südbahn Richtung Biberach, in diese Richtung runter. Das heißt, das Regio-S-Bahn-System ist für mich das zentrale Projekt, um die Verkehrswende, die lokale Verkehrswende auch in Ulm hinzukriegen. Und ihr habt ja vorher diesen Film gesehen, man kommt mit dem schnellen Zug an, das war der Tunnel, der jetzt gebaut worden ist, wir sind da mit der Drohne durchgeflogen und dann ist man Ulmer Hauptbahnhof und dann muss es doch genauso schnell und bequem rausgehen in die Region, Richtung Langenau, Richtung Erbach, Richtung Blaubeuren oder Blaustein im Wahlkreis. Das sind die Ziele und deswegen muss es ganz schnell und nicht erst in 10 Jahren, so wie es jetzt im Moment aussieht, eine Regio-S-Bahn kommen, auch wenn das nicht überall gleich der tollste Bahnhof ist oder überall gleich der beste Takt, aber das Projekt muss jetzt an den Start gehen und da will ich mich dafür einsetzen, übrigens genauso wie dieser Halt des schnellen Zuges in Erbach. Erbach ist eine aufstrebende Stadt und hat einen RE-Halt, also den schnellen Zug, den Halt verdient. Das ist dann der Zug, der von Friedrichshafen über Erbach, über Ulm, über die Neubaustrecke Merklingen, Flughafen nach Stuttgart fährt. Der muss auch im Alt-Donau-Kreis irgendwo in diesem südlichen Alt-Donau-Kreis halten, weil ja auch sich der Alt-Donau-Kreis zum Beispiel an den Kosten der Elektrifizierung der Südbahn massiv beteiligt hat. Und das ist eigentlich so eine Gegenleistung, wo wir diesen Zug halt da auch erwarten. Winnie Herrmann hat es wieder gesagt, das gibt es nicht, müssen noch viele Jahre warten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das schneller passiert und da ist schon beim Fahrplanwechsel in Betrieb mit der Neubaustrecke eine Chance da, das entsprechend umzusetzen. So. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist eigentlich das Thema, das mich auch in der Kommunalpolitik hier schon seit Beginn an eigentlich beschäftigt. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt auch seit fast 30 Jahren so manchmal Angst und Bange bei diesen langen Zeiten, die man da jetzt schon der Politik ist, aber Vorsitzender des Mietervereins hier in Ulm-Neu-Ulm. Und ich weiß schon, wie es hier zugeht auf dem Wohnungsmarkt. Es ist nicht ganz so dramatisch wie in Freiburg oder Stuttgart, aber auch hier in Ulm, in der Ulmer Region, ist ein echtes Wohnungsproblem, eine Wohnungsnot. Da haben wir im Gemeinderat Weichen gestellt. Da ist noch nicht so viel Dynamik drin. Wir haben zwar Beschlüsse gefasst, wie viele Wohnungen gebaut werden sollen, aber die Verwaltung ist da etwas lasch im Umsetzen. Das ist eine andere Baustelle. Aber diese Wohnungsnot und der Bedarf an Neubau, der ist ja nicht nur in Ulm, sondern der ist auch in Erbach, in Blaustein, auch in Diedenheim oder in anderen Städten und Kommunen oder in Langenau. Nicht im Wahlkreis, aber auch in der Region. Und deswegen, und diese Städte, die sind einfach zu klein, um eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu machen. So wie wir unsere UWS in Ulm mit 7.000 Wohnungen haben. Das ist ja ein Fund, da kann man was machen. Aber die kleineren Städte haben das nicht. Und deswegen wollen wir ganz schnell eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft gründen, die
dann dazu in der Lage ist, auch in den kleineren Städten zu bauen. Und zwar natürlich, in den kleineren Städten können auch Bauträger bauen und Grundstücke kaufen, Haus hinstellen und sowas. Aber wir wollen ja, dass ganz viel geförderter Wohnungsbau dort gemacht wird. Und das soll diese Landeswohnungsbaugesellschaft, die es übrigens früher mal gab, die LEG, die dann verkauft worden ist, wir müssen das neu gründen, neu machen. Und dann haben wir ein Instrument auch als Land, um wirklich im Bereich des Wohnungsbaus aktiv tätig zu sein und die Dinge nach vorne zu bringen und diese Wohnungsnot nicht nur in Ulm, sondern im ganzen Land gegen die anzugehen. Das wird Jahre dauern, bis wir das alles hinkriegen. Aber wir müssen jetzt damit anfangen und auch in Ulm damit anfangen, denn spätestens 2025, wenn dann das ganze Bahnprojekt in Betrieb gegangen ist, dann wird Ulm natürlich ein noch attraktiverer Standort, um zu wohnen und woanders vielleicht zu arbeiten, schnell mit dem Zug unterwegs zu sein. Deswegen müssen jetzt hier die Weichen gestellt werden und die Sachen gemacht werden. Das sind jetzt mal 5 Punkte, die ich, die ich euch sagen wollte. Das ist das, was von der großen Linie her, das ist, was wir sozusagen als Sofortprogramm, was die ersten 100 Tage sind oder etwas länger dauert, vermag ich nicht zu sagen. Aber das ist mal die Spur, wo es ganz schnell entlang gehen soll. Und da gibt es viele kleine Sachen, über die wir nachher auch nochmal reden können, ob es die Förderung von UNESCO-Welterbe ist in Blaustein, hier in Ulm oder in Lohne und Ahrtal oder andere Sachen. Natürlich die Weiterentwicklung des Klinikums, der Universität hier, ganz lokal Sachen, die wichtig sind. Aber da will ich mir jetzt im Moment noch nicht weiter drin vertiefen. Das wären die Punkte, die ich euch mal so als Botschaft mitbringen will. So, wie geht es weiter? Wir werden unsere Wahlkampfveranstaltungen auch alle virtuell machen. Es ist jeder Ort irgendwo bedient. Das heißt, wir machen das genauso, als ob ich in das Nebenzimmer nach Blaustein in den Lixsportpark komme oder nach Diedenheim ins Gasthaus Rose. Diedenheim war ich schon, aber ich komme nicht selber, sondern wir kommen virtuell auch über so eine Zoom-Konferenz. Wir haben dazu im Ortschaftsblättle von den jeweiligen Gemeinden eine Anzeige geschaltet, einen QR-Code, wo man dann sich einfach mit dem Handy in diese Konferenz oder in diese Veranstaltung einloggen kann. Ich biete das an, die Resonanz. Schauen wir mal, wie es wird. Also das letzte Mal in Diedenheim waren zumindest mehr da, als wenn man im Nebenzimmer ist. Da hat man ja manchmal das Vergnügen, nur mit 2 oder 3 rumzusitzen. Jetzt nicht in Diedenheim, aber in anderen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das ist halt Corona-bedingt die Art und Weise, wie wir kontaktieren und wie wir versuchen, unser Programm unter die Leute zu bringen. Das soll es jetzt mal von mir gewesen sein. Das ist, ich merke diesen Trick immer, wenn ich sage 10 Minuten, dann sind es 20. Aber ich hoffe, es war nicht langweilig. Und jetzt weiß ich nicht, Martin, wie es weitergeht. Soll die Ramona noch ein bisschen was sagen? Oder wenn sie will, selbstverständlich. Ramona, willst du was ergänzen? Also Martin, erstmal herzlichen Dank. Ja. Und wir steigen nachher in die Diskussion an. Ramona, willst du noch was ergänzen? Also ich denke, Martin hat das meiste gesagt.